Und heute gibt's beim Kinderspielzeugkanal alle Figuren der Paw Patrol. Als erstes haben wir hier eine Figur von Rubble. Und bei diesem gibt's eine coole Funktion, nämlich fährt auf seinem Rucksack ein Schraubendreher aus. Aber nun weiter zur nächsten riesigen Figur, nämlich einer Figur von Rocky. Der hat seitlich zwei Werkzeuge angebracht. Um die Werkzeuge zu verwenden, müssen wir den Schrank aufklappen und die Werkzeuge ausfahren. Hier haben wir zum Beispiel einen Greifer. Aber nun weiter zur nächsten und größten Figur, nämlich der Figur von Chase. Diese nehmen wir aus der Verpackung und schauen uns mal an, was sie so zu bieten hat. Den Kopf können wir bewegen und seitlich verschiedenste Werkzeuge ausfahren. Außerdem, ihr hört's, die Figur gibt verschiedene Sounds und Sätze von sich. Und die Taschenlampe leuchtet. Auch auf der anderen Seite haben wir eine coole Funktion, nämlich einen Netzwerfer, wie in der Serie. Also wieder Chase reden lassen und er schaut sogar zum Netz. Dann müssen wir dieses nur noch abfeuern. Los geht's! Und das Netz fliegt circa einen halben Meter weit. Aber nun weiter zur nächsten Figur. Wenn ihr mehr von solchen Spielzeugen sehen wollt, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kinderspielzeugkanal, um nichts mehr zu verpassen. Denn dann gibt's mehr solcher Spielzeuge. Hier haben wir Marshall, den Feuerwehrmann. Auf dem Rücken hat er zwei Wasserspritzen, die wir abfeuern können. Und natürlich können wir diese auch wieder nachladen. Also gleich nochmal abfeuern. Und dann weiter zur nächsten und letzten Riesenfigur, nämlich der Figur von Sky. Und bei dieser klappen auf Knopfdruck die Flügel aus. Hinten haben wir dann noch Düsen, mit denen Sky abheben kann. Jetzt geht's weiter zu den Figurensets. Als erstes haben wir ein Figurenset der Air Patrol. Mit Figuren von Marshall, Sky und vielen anderen. Als erstes haben wir die Figur von Marshall und eine Figur von Chase. Hier sehen wir den Größenunterschied. Als nächstes Rocky, Sky und Rubble. Und zu guter Letzt noch eine Figur von Zuma, von dem wir leider keine große Figur haben. Aber nun schauen wir mal, ob unsere Air Patrol Figuren in den Air Patroller passen. Also vorne Zuma und Chase einsetzen und hinten die Ladeluke öffnen, um die anderen Welpen unterzubringen. Als erstes Rocky, danach Rubble. Mal schauen, ob wir die anderen zwei auch noch hinbekommen. Marshall geht noch und so wie es aussieht, bekommen wir auch Sky unter. Also Luke schließen und Abflug zum Hauptquartier. Bei diesem Hauptquartier gibt es auch einiges zu sehen. Turbinen des Air Patrollers wieder nach oben klappen, danach Cockpit öffnen und ab in den Aufzug mit den Figuren. Als erstes Zuma und daneben stellen wir jetzt noch Chase. Dann den Aufzug nach oben fahren und ab ins Hauptquartier. Hier haben wir viele Knöpfe und Bilder. Außerdem haben wir Licht- und Soundfunktionen. Und wenn wir das Fernrohr drehen, verändert sich das Bild und unsere Mission. Gleich neben dem Bild haben wir noch Bilder der einzelnen Welpen, wie zum Beispiel Chase, Marshall, Rocky, Sky, Rubble und Zuma, die verschiedene Sätze und Töne von sich geben. Aber jetzt schauen wir mal, was es vorne so zu sehen gibt. Hier wartet eine Figur von Ryder. Also zurück mit den Figuren in den Air Patroller und weiter ab zu den Figuren. Air Patroller starten und zurück zu den Figurensets. Denn auf uns warten noch Piratenfiguren und Figuren der Mission Patrol. Also raus mit den Figuren und weiter zum Auspacken.
dann nur noch das Flugzeug zur Seite fliegen und weiter zum Figurenset der Mission Patrol. Verpackung öffnen und Figuren herausziehen. Als erstes haben wir wieder Zuma und als nächstes eine Figur von Rocky. Und diese Mission-Figuren haben eine coole Funktion. Rocky hat zum Beispiel eine Art Ventilator auf dem Rücken, der sich beim Drücken auf das Halsband ausfährt. Als nächstes haben wir hier Sky und wie passend klappen sich hier die Flügel aus. Hier sehen wir es nochmal, einfach Flügel einklappen, auf das Halsband drücken und die Flügel klappen sich aus. So ähnlich sieht es auch bei Rubble aus. Ein Drücken auf das Halsband und auf seinem Rücken klappt sich eine Art Zange aus. Mal schauen, was bei Marshall so passiert. Und wir können es uns vielleicht denken, natürlich hat unser Feuerwehrmann eine Wasserdüse auf dem Rücken. Dann zu guter Letzt noch weiter zu Chase. Dieser hat einen Haken auf den Rücken. Auch dieser klappt sich beim Drücken auf das Halsband aus. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Figur von Zuma. Auch bei diesem klappt sich eine Art Wasserdüse aus. Aber mal schauen, was wir mit dem Mission Cruiser so anfangen können. Bei diesem klappen sich auf Knopfdruck die Türen aus und hinten lassen sich die kleinen Fahrzeuge starten. Als erstes haben wir ein Fahrzeug von Rubble, ein kleines Bike von Chase und als drittes Fahrzeug ein kleines Fahrzeug von Robodog. Also die Türen schließen, die Figur von Ryder aus dem Cockpit holen und mal schauen, was hinten so los ist. Hinten können wir eine Klappe öffnen, um Sachen zu verstauen, aber nicht ganz so spannend. Also die Figur von Ryder wieder hineinsetzen und das Fahrzeug zur Seite fahren. Denn jetzt geht's weiter zum nächsten und letzten Figurenset für heute, nämlich dem Piraten Patrol Figurenset. Bei diesem sind wieder alle Figuren von Rubble bis Chase enthalten. Und auch diese haben coole Funktionen auf dem Rücken. Als erstes haben wir Rubble, bei dem ein Baggerarm ausfährt. Natürlich müssen wir hier wieder auf das Halsband drücken. Als nächstes haben wir Marshall mit seiner Wasserspritze, die ebenfalls aus und wieder einfährt. Als dritte Figur haben wir die Figur von Sky. Bei dieser klappen sich natürlich wieder die Flügel aus. Also zuerst einfahren, aufs Halsband drücken und die Flügel klappen sich ganz von alleine nach außen. Aber nun weiter zur nächsten Figur, nämlich der Figur von Rocky. Bei dieser klappt sich sowohl links als auch rechts ein Werkzeug aus, so ähnlich wie bei der großen Figur. Also Werkzeug wieder verstauen und wieder ausklappen lassen. Aber nun weiter zur nächsten Figur. Aber diesmal keine Welpe, sondern eine Figur von Ryder. Dann haben wir noch eine Figur von einem Papagei dabei und natürlich die Figur von Zuma. Hier klappen sich an der Seite die Torpedos aus. Außerdem können wir den Kopf drehen. Also Torpedos ein- und ausklappen. Und zu guter Letzt haben wir noch die Figur von Chase. Auch den stellen wir zu den anderen Figuren und schauen uns mal an, was der so zu bieten hat. Bei diesen klappen sich ähnlich wie bei der großen Figur sowohl links als auch rechts eine coole Werkzeugfunktion aus. Zum einen ein Megafon und eine Wasserspritze, glaube ich. Bei der Figur von Ryder ist diesmal ein cooler Piratenhut dabei und auch der Papagei hat passend eine Augenklappe, genauso wie Zuma. Hier sehen wir nochmal alle drei Figuren von Zuma. Und passend zu den Piratenfiguren gibt es natürlich auch Piratenboote von Marshall und Chase. Und diese müssen wir natürlich im Wasser ausprobieren. Und auch hier gibt es passend dazu einen Piratenpatroller mit einer coolen Piratenfigur von Robodog und einer Augenklappe. Also Cockpit schließen und die Licht- und Soundfunktionen aktivieren. Auch hier gibt es besondere Sounds, die natürlich zum Piratenthema passen.
Natürlich lassen sich auch die Propeller drehen und schwenken. Und wenn wir diese nach oben drehen, geben sie automatisch Sounds von sich. Auch hier haben wir hinten, ähnlich wie beim Air Patroller, eine Ladeluke. Vor dem Starten noch die Sounds aktivieren und dann können wir davon fliegen. Und auch mit den Fahrzeugen kann sie wieder zurück zu den Figuren. Denn jetzt hätten wir uns alle Figuren für den heutigen Tag angesehen. Von Rubble bis Rocky zu Chase, Marshall und Sky. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kinderspielzeugkanal.